Hallo und willkommen zu diesem Video. Als ich mir ja schon vor einiger Zeit mal so Gedanken um den grundlegenden Aufbau und die Inhalte des Kanals gemacht habe, war eigentlich von vornherein klar, dass ein Video über die neue Verskraft mit dazugehört. Ganz klar und keine Frage. Allerdings muss ich auch sagen, dass es eher zunächst am Anfang so eine Pflichtübung war, weil ich bin nicht unbedingt so derjenige, welcher quasi Benzin im Blut hat. Ich bin eher derjenige, der Staub von alten Akten und Büchern im Blut hat. Obwohl, kann man das im Blut haben? Na egal, ihr wisst, was ich meine. Aber je mehr ich mich jedenfalls mit diesen Inhalten für dieses Video beschäftigt habe, desto höher wurde tatsächlich auch mein Interesse an diesem, an dieser Thematik. Und ich finde es sehr interessant, die Bilder, auf die ich gestoßen bin, die ich gefunden habe, die ich schon hatte, zeigen mir viele Facetten, die mir so vorher gar nicht klar waren. Zum Beispiel hier diese zwei Bilder mit der Stärke der Panzerung, die auf diese auf die jeweiligen Seiten gemacht wurde. Das kennen wir ja auch von anderen Sachen. Von der Maus gibt es Bilder mit russischen und mit englischen Schätzungen der Panzerungsstärke. Also hier einmal der Sherman und dann die Selbstfahrlafette SU-152. Schon interessant. Oder hier der IS-2, der offensichtlich als Beute in die Heimat geschickt wird, und die Bezeichnung hier auf der Wanne heißt 1100 und Tiger. Also es bedeutet Treffer eines Tigers aus einer Entfernung von 1100 Metern und kein Durchschlag. Ich finde, das ist schon interessant. Oder hier dieser Herr auf dem Tiger 1 links vorne. Der sollte doch dem einen oder anderen bekannt sein, oder? Jedenfalls interessant, wer alles in der Versuchsstelle war. Finde ich schon spannend. Okay, kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Die Entstehung, wann die Versuchsstelle oder die ersten Versuche damit, wann das begann, ist nicht bekannt. Aber ich habe hier zum Beispiel eine Karte von 1908. Und in diesem Kreis, da seht ihr schon, der wird Fahrbahn genannt. Also in der Legende. Und in der Mitte dieses kleine Viereck, das heißt ebenfalls nach der Kartenlegende Benzinhaus. Also 1908 hat man schon ganz offensichtlich Versuche mit Kraftfahrzeugen gemacht. Dann ging es weiter in der Geschichte. 1917 wurde am Versuchsplatz in Kummersdorf eine Versuchsstelle für Förderbahn- und Kraftwagenbetrieb eingerichtet. Und das stellt sich so dar, also es gab zwei Kreise, der innere Kreis, auf dem fuhr eine Lok und dort, also mit entsprechender Verlegung von Schienen. Und an diese Lok war ein LKW gekettet, in der Regel waren es LKWs, kettet oder befestigt über einen Balken wahrscheinlich. Und dieser LKW wurde dann durch die Lok quasi im Außenkreis gezogen. Das heißt, dort wurden dann Dauer- oder Tests von Belastung, Reifen und dergleichen durchgeführt. Und zwar eine ziemlich genau definierte Testbedingungen, denen diese Fahrzeuge unterzogen wurden. 1926 gab es dann erstmals eine Kraftfahrversuchsstelle mit Prüfständen und Prüfstrecken. Und es gab auch die ersten Teststrecken, die außerhalb lagen. So wurde zum Beispiel der Weg hier, den ihr seht, von oder zum Dorf Gottow als erste Testbahn gebaut. Es war also schon sehr uneben, es waren Löcher drin, Kopfsteinpflaster, und den kann man heute übrigens, nein, man darf ihn offiziell nicht fahren, mehr sage ich dazu nicht. Jedenfalls wurden an der Seite Schilder, bei denen, oder auf den Schildern stand genau drauf, mit welchem Gang, welche Drehzahl der Fahrer das Fahrzeug zu schalten hatte. Es waren also genau detaillierte Prüfbedingungen, die dort durchgeführt wurden. Und dann kurze Zeit später wurde die erste betonierte Verwindungsbahn auf der Schießbahn West gebaut. Dazu habe ich leider nur ein Foto mit einer russischen Beschriftung.
drauf gefunden. Das seht ihr hier. Willi Esser, der spätere Leiter der neuen Verskraft, vermutete aufgrund der Art und des Alters der vorhandenen Prüfstandsgeräte die erste Hälfte der 20er Jahre als Entstehung der Verskraft. Willi Esser selbst hat 1979 eine Kurzübersicht über die Aufgabe, die Entstehung und Aufgaben der Verskraft geschrieben, und dort schreibt er zum Beispiel schon, dass er selbst auch nicht weiß, wann die ersten Versuche begannen. Also das war ihm auch nicht klar. Es gab damals schon, also Anfang, Mitte der 30er Jahre, gab schon keine Unterlagen mehr darüber. Jedenfalls gab es zu diesem Zeitpunkt bereits Motorenprüfstände und entsprechende Messgeräte. Fachlich unterstand die Verskraft der Abteilung Wahrprüf 6 des Heereswaffenamtes, und von dort bekamen sie auch die Aufträge. Zu Beginn des Jahres 1938 wurde die neue Verskraft-Kraftfahrversuchsstelle des Heereswaffenamtes gebaut. Ab 1940 wurde die Einrichtung dann als Heeresversuchsstelle für Panzer und Motorisierung geführt. Ende 1937 waren etwa 250 Personen beschäftigt und im Januar 1945 arbeiteten dort etwa 680 Beschäftigte. Leiter war bis zum Schluss der Oberst Wilhelm Esser, oder besser bekannt als Willi Esser. Willi Esser lebte von 1897 bis 1981. Bis auf den Leiter und zwei Referatsleiter waren alle Beschäftigten bis 1939 Zivilangestellte. Und im August 1939 wurden auch diese zum Militär eingezogen und arbeiteten nun mit entsprechenden Dienstgraden. Es wurde eine Versuchskompanie aufgestellt. Die Verskraft selbst hatte den Status eines Regimentes. Also war schon mit für deutlich mehr Personen quasi ausgelegt, oder so hat man es entworfen. Neben der Verwaltung waren dem Leiter der Versuchsstelle 7 Abteilungen unterstellt: Radfahrzeuge, Generatoren, Zugkraftwagen, also LKW, Panzerkraftwagen, Prüfstände Messtechnik, Kälteversuche und die sogenannten J-Dienste. Dazu zählten zum Beispiel alles, was mit Schlepp, Abschlepp und mit Bergegeschirr zu tun hatte, zählte dazu. Was das Wort J-Dienste, oder besser gesagt, was das J bedeutete, das kann ich allein nicht sagen und habe ich leider auch nicht herausgefunden. Und es gab dort folgende Prüffelder: Motorenprüfstände, Gleiskettenprüfstand, einen Muttersicherungsprüfstand gab es, Messgeräteprüfstände, Reifenprüfstände, ein Bremsenprüfstand, ein Rollenprüfstand über 3 Achsen und Luftfilterprüfstände. Und um mal eine Vorstellung zu geben, mit was sich dort beschäftigt wurde, ich habe hier mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Beispielsweise wurde von den Türmen der Panther- und Tigerpanzer wurde der Drehmomentbedarf berechnet. Also welchen Drehmoment es bedarf, den Turm in der und der Geschwindigkeit zu drehen. Die Leitradspannung sämtlicher Halb- und Vollkettenfahrzeuge wurde ermittelt. Die Schwingungseigenschaften verschiedener Laufwerksausführungen des Panzerkampfwagen 4 wurde ermittelt. Es wurden Kraftstoffverbrauchsmessungen durchgeführt. 1942 fand eine Erprobung auf Truppenbrauchbarkeit des Panzers VK 45.01H, also in der Henschel-Ausführung, statt. Bergeversuche mit Panzer 3 und Panzer 4, Panther und Tiger E und Tiger B in Verbindung mit Berger Anker-Rollengeschirr fanden 1944 statt. Und ebenfalls 1944 wurde die Erprobung von alkoholhaltigem Kraftstoff in Angriff genommen. Jetzt wissen wir, wem wir den E10-Sprit zu verdanken haben. Ja. Na gut, dann einen Spezialauftrag zum Beispiel gab es natürlich auch. So wurde am 29. Oktober 1943
Härtemessungen an Zahnrädern von Seiten vorgenommen. Ja, also es war eben nicht nur, dass dort immer nur irgendwelche Panzer hin und her gefahren wurden oder LKWs, sondern es wurden auch sehr spezielle Prüf- und Versuchsaufträge ausgelöst. Ich erwähnte es schon, dass der eigentliche Auftraggeber das Heereswaffenamt war. Es gab aber auch Versuche, die wurden im Auftrag des Heereswaffenamtes durchgeführt, also quasi Eigenversuche. Es gab aber auch Versuche, die wurden im Auftrag der Industrie durchgeführt. Ne? Das muss man dort immer unterscheiden. Es gab diverse Laboratorien, unter anderem zur Messung der Staubdichte an und in Fahrzeugen. Schallmessungen wurden durchgeführt bei der Fahrt auf unterschiedlichsten Straßenbelägen, beim Schießen und aber auch beim Beschuss von Fahrzeugen mit MG oder kleineren Kalibern. Also was für einen Krach hat es gegeben, wenn man dort in so einem Fahrzeug gesessen hat und das beschossen wurde. Es gab natürlich diverse Messstrecken, eine Hochgeschwindigkeitsmessstrecke zwischen Sperenberg und Kummersdorf, gut über 2 Kilometer. Und dazu mal eine kleine Anekdote. Heute ist ja diese Strecke gut asphaltiert. Und beim Bau der Asphaltstraße wurde dann der Versuch, den alten Beton rückzubauen, also zu entfernen, das heißt den Beton der Messstrecke. Und wie ihr wisst, sind da Betonstraßen immer so in, ich glaube, 6 Meter große, 6 oder 10 Meter, ich weiß nicht mehr genau, große Segmente unterteilt. Und die Straßenbaufirma hat dann genau ein Segment entfernt und hat danach großzügig drauf verzichtet. Also ganz offensichtlich war die Verdichtung und die Festigkeit des Betons noch so stark, dass der heute also immer noch darunter liegt. Da wurde lediglich Asphalt drüber gezogen. Dann auf dieser Messstrecke wurden unter anderem Messungen zum Fahrwiderstand beim Ausrollen durchgeführt. Es wurden Zugkraft und Beschleunigung sowie diverse Bremsversuche durchgeführt. Und jetzt ein wichtiger Hinweis an die Kinder unter euch: nicht nachahmen. Besonders bei Bremsversuchen könnten heutzutage nachfolgende Fahrzeugführer leicht irritiert sein. Okay. Seinerzeit wurde aus genau diesem Grund nicht während der Tests die Strecke gesperrt. Weiterhin waren genau festgelegte Strecken auf Waldwegen, Straßen mit verschiedensten Belägen und den Autobahnen bestimmt, auf welchen eine jeweils bestimmte Anzahl von Kilometern zurückzulegen war, um die Gebrauchstätigkeit von Fahrzeugen, also in diesem Fall natürlich von Straßenfahrzeugen, zu klären. Auch hier wieder ein Beispiel: zwischen 1937 und 1939 waren 18 Pkw der Marken BMW und Opel im Dreischichtsystem unterwegs, um Buna-Reifen zu testen. Buna ist nur als Hinweis die Bezeichnung für künstlichen Kautschuk. Und pro Schicht wurden etwa 500 Kilometer zurückgelegt. Das heißt, die sind 2 Jahre jeden Tag 1500 Kilometer gefahren, um diese Reifen abzufahren und zu gucken, wie gut die halten, wie die sich machen im Verkehr und so weiter. Also ich weiß nicht, was heute gemacht wird, aber war schon ein schöner Aufwand. Dann später wurde in den Schlagebergen, das ist eine, ja, so eine Berglandschaft zwischen Kummersdorf und Horstwalde, eine Teststrecke gebaut mit Steilhängen auf Kopfsteinpflaster, Sand oder Geröll. Es gab dort Steigungsbahnen, Wasserdurchfahrten, Kletterstufen und eine Verwindungsbahn. Und da habe ich ja schon Videos hochgeladen, nämlich diese Fahrten mit dem Unimog. Die sind genau auf diesen Teststrecken gedreht worden. Allerdings wurden in den Schlagebergen nur Halb- und Vollkettenfahrzeuge getestet. Radfahrzeuge konnten, wenn überhaupt, nur im Allradantrieb auf kleineren Strecken getestet werden. Eines der markantesten Gebäude ist das Klimahaus. Hier sollten Fahrzeuge bis auf eine Temperatur von minus 60 Grad gekühlt werden. Das Klimahaus wurde allerdings nie fertig. Es wurde Ende 44 zu Ende gebaut. Also der Rohbau an sich, denn der Maschineneinbau wurde im Januar 1945 abgebrochen und die Kältemaschinen wurden dann nach Göttingen gebracht. Der weitere Verbleib dieser Maschinen ist unbekannt. Es gab dort 2 Räume, einmal den Hauptraum, den seht ihr hier.
Der war 6 mal 14 Meter groß und 4,50 Meter hoch. Der konnte bis auf minus 60 Grad heruntergekühlt werden. Und der Vorraum, der heute mit altem Schutt gefüllt ist und so weiter, der konnte bis auf minus 2 Grad heruntergekühlt werden. Die Maybachhalle oder Maushalle habe ich am letzten Video schon vorgestellt. Die war ja auch nie in Betrieb. Da sage ich heute jetzt nicht mehr so viel zu. Und um das Glück für die Verskraft komplett zu machen, fehlten zwei Dinge. Einmal das Testgelände mit schwerem Boden und die Möglichkeiten für die Wintererprobung. Die Klimahalle war ja noch nicht fertig. So, für den schweren Boden hat man die Außenstelle in Berka vor dem Hainich bei Eisenach ausgewählt. Dort gab es sehr schweren Lösboden. Und dort wurden im Groß-Lubnitzer Wald eine Teststrecke aufgebaut für schwerste Bedingungen. Dort wurden unter anderem die beiden Tiger-Varianten Henschel und Porsche getestet und auch zu Vergleichszwecken gefahren. Und die Winterbedingungen wollte man in St. Johann in Tirol testen. Dort wurden entsprechende Werkstätten-Unterkünfte gebaut. Auch diese Winterbedingungen in Tirol reichten für den russischen Winter nicht aus. So wurde in den Wintern 42-43 und 43-44 im russischen Mogiljew ein besonderes Versuchskommando eingesetzt, um in Verbindung mit der kämpfenden Truppe bessere Ergebnisse zu erzielen. Natürlich wurden nicht nur eigene Fahrzeuge getestet. Besonders in den frühen 30er Jahren war ja der Bau von Panzern durch den Versailler Vertrag verboten. Und so wurde zum Beispiel ein Panzer von Cardinal Lloyd und ein holländischer Vickers Armstrong Panzer als Traktoren eingeführt und in Kummersdorf getestet. Später während des Spanischen Bürgerkrieges auch dort in Spanien erbeutete sowjetische Fahrzeuge. Ab 1939 nahm die Menge der zu testenden Beutefahrzeuge um ein Vielfaches zu, aus bekannten Gründen. Durch die Verskraft wurden dann Untersuchungsteams auf alle Schlachtfelder geschickt, um Fahrzeuge schon vor Ort zu untersuchen und gegebenenfalls nach Kummersdorf zur weiteren Erprobung bringen zu lassen, wie ja zu Anfang des Videos schon erwähnt, der IS-2 zum Beispiel. So, ich habe hier mal dieses Luftbild, das habe ich ja schon im Video über die Panzermaus gezeigt. Hier habe ich nochmal so ein paar Sachen beschriftet. Kfz-Hallen, Kfz-Teststrecke unten, da war noch eine kleine Hochgeschwindigkeitsteststrecke. Die Montagehallen, also alles, was dort unbeschriftet war, waren entweder noch Prüfstände oder eben weitere Montagehallen. So der Kettenprüfstand, der link, also der neben der Klimahalle ist, den gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch die Fundamente. Und auch die meisten anderen Hallen wurden nach dem Beginn der sowjetischen Nutzung, also nach dem Ende des Krieges, beibehalten. Einige wurden abgerissen, aber das meiste wurde stehen gelassen. Ab Mitte April 1945 setzten sich die meisten Mitarbeiter der Verskraft in den Westen ab, mit Ausnahme eines kleinen Restkommandos. Eine Maus wurde ja noch mit dem Zug nach Wünsdorf gebracht und dort gesprengt. Da bin ich ja auch schon im anderen Video drauf eingegangen. Und die Testfahrer der Panzerlehr- und Versuchsgruppe Kummersdorf sind bereits seit Anfang Februar 1945 mit 4 Tigern 2, einem Tiger 1, einem Jagdtiger, 2 Sherman-Panzern, einem italienischen P-40-Panzer und mehreren anderen Fahrzeugen zur Panzerabteilung Kummersdorf bestimmt worden. Das bedeutet, die mussten von nun an mitkämpfen. Später, Mitte März, wurde diese Panzerabteilung Kummersdorf zusammen mit weiteren anderen Panzer- oder kleineren Panzereinheiten zur Panzergruppe Müncheberg vereinigt. Und als Panzergruppe Müncheberg nahm sie an Kampfhandlungen teil, zum Beispiel am 17.03. für einen Entlastungsangriff auf Küstrin, auf die Festung Küstrin. Am 22.03. wurden dabei mehrere sowjetische Panzer zerstört.
Am 14. bis 17. April wird im Raum Seelow verteidigt, danach Rückzug auf Berlin. Und am 1. Mai sind die letzten 5 Panzer der Panzergruppe Münchenberg am Flakbunker am Zoo zu finden. Und der letzte Tiger der Kampfgruppe wird etwa 100 Meter vom Brandenburger Tor entfernt aufgegeben. Was geschah nach dem Krieg mit dem Gelände? Ja, wie fast überall mit solchen Sachen, fand eine Nachnutzung durch die sowjetische Armee statt. Und zwar nutzte die 64. Automobilbrigade das Gelände und auch das Testgebiet in Horstwalde als Fahrschulareal. Ab 1957 übernahm dann die NVA das Testgebiet bei Horstwalde. Das wiederum wurde 1975 in das Militärtechnische Institut in Königs Wusterhausen integriert. Dort wurden auch Fahrzeuge ziviler Hersteller getestet, beispielsweise W50 und andere Fahrzeuge. Und die Bauakademie der DDR unternahm auf dem Gelände Beschussversuche, um Unfallgefahren durch abstürzende Flugzeuge auf Kernkraftwerke zu simulieren. Die DDR hatte ja bekanntermaßen 2 in Betrieb gegangene Kernkraftwerke, einmal Lubmin und einmal Rheinsberg. Heute betreut ein Verein das ehemalige Testgelände in Horstwalde. Von Zeit zu Zeit kann man dort auch fahren und das Gelände besichtigen. Und die machen mal regelmäßig einen Tag der offenen Tür, ist ganz nett. Da habe ich ja auch diese Videos mit dem Vereins Unimog gedreht. Und die anderen Gebäude der Verskraft verrotten in bekannter Manier. Ein paar kleinere Mieter sind auf dem riesigen Areal, ansonsten passiert da nichts. In Vorbereitung dieses Videos hier war ich nochmal da, habe mir nochmal ein paar Sachen angeguckt und musste feststellen, der Eigentümer schlägt massiv Holz. Das seht ihr hier auf diesem Video nochmal. Das ist also ein ehemaliges Kfz-Gelände der sowjetischen Armee. Da war zu Wehrmachtzeiten übrigens nichts, war nur Wald. Das heißt, das haben tatsächlich die Sowjets angelegt. Und man munkelt, man spekuliert, die BAM will das Gelände haben. Also die Bundesanstalt für Materialprüfung, die ja bei Horstwalde schon ein großes Gebiet hat. Aber das ist mal wieder reine Spekulation meinerseits. Da weiß ich nichts Genaueres. Aber die BAM wollte es vor zig Jahren schon haben. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es so ist. Ja, und dann habe ich ganz zum Schluss nochmal auf diesem Luftbild etwas Interessantes gefunden. Dieses Luftbild ist etwa datiert Mitte März. So, ich habe nämlich ein ähnliches Luftbild, leider nicht in so einer schicken Auflösung, vom 16. März 1945. Und dort sind die Panzer und so weiter, die hier zu sehen sind, nahezu genauso wie auf diesem Luftbild hier. Ein paar kleine Änderungen gab's. Also beide Luftbilder können einfach nur 2 bis 3 Tage auseinander liegen. Und jetzt schaut mal, was ich hier gefunden habe. Hier an dem Lagergebäude, da steht doch sowas Großes, Viereckiges. Also, es sollte mich nicht wundern, wenn das die Maus wäre oder eine der beiden Mäuse. Wahrscheinlich die 251, die ja in Kummersdorf geblieben ist. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein, aber ich bin mir fast sicher, dass es die Maus ist. Das ist ja nochmal eine nette Überraschung. Ja, das war's hier zu diesem Video. Fragen wie immer in die Kommentare, Anregungen auch. Abonnieren, falls noch nicht geschehen, und liken nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt auf unseren Touren und für nächste Videos, findet ihr unten in der Beschreibung auch nochmal einen Link, wo ihr uns ein Bier oder einen Kaffee spendieren könnt. Ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, Helge.